Ja, wir sind wieder da. Ich weiß gar nicht, ob man dich sieht in der Kamera. Monty ist wieder fit geworden. Und damit wünsche ich euch herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin die Juli. Das ist, wie schon erwähnt, der Monty. Und wir werden, beziehungsweise ich werde heute darüber sprechen, warum Kinder mit Haustieren aufwachsen sollten. Ja, und dabei habe ich meinen Kleinspitz. Ja, der war die letzten Tage ein bisschen krank und wir mussten sogar in die Tierklinik fahren, weil er einen Magen-Darm-Infekt hatte. Aber zum Glück hat er sich sehr gut wiederholt und ist auch fit und hat mich schon hier wieder aufgesucht in meinem Zimmer. Es geht ja schließlich bei mir um Hunde hauptsächlich und deswegen, also ich habe es auch eigentlich lieber, wenn ich die Hunde filme als nicht. zum Beispiel bei TikTok, also ich mache manchmal TikTok-Videos und da zeige ich eigentlich, ja, da zeige ich wirklich nur die Hunde, nicht mich. Und dann erzähle ich euch, warum es aus psychologischer und sozialpädagogischer Sicht sehr gute Gründe gibt, warum Kinder mit Haustieren aufwachsen sollten. Und selbst wenn ihr keine Kinder habt, dann kann dieses Video sehr interessant für euch bleiben und ihr solltet unbedingt dranbleiben, weil es ist wirklich super spannend zu erfahren, was der Kontakt mit Tieren alles in einem auslösen kann. Also auch gerade bei Jüngeren. Also es geht auch viel um Jugendliche. Aber gerade bei Säuglingen, da hat das so einen starken Einfluss, dass ich wirklich selber ziemlich erstaunt war. Ich habe meine letzte Hausarbeit auch darüber geschrieben. Und deswegen dachte ich, ich trage hier mal ein paar Punkte vor, die ich herausgefunden habe. Der erste Punkt ist, dass der Kontakt zu Tieren bestimmte Bereiche im Gehirn fördert. In den ersten 5 Lebensjahren wächst und entwickelt sich nämlich das Gehirn und mit jeder neuen Erfahrung entstehen Verbindungen, die sich bei mehrfacher Wiederholung verfestigen. Und eine britisch-amerikanische Studie fand heraus, dass der Kontakt von Säuglingen zu Hunden und Katzen zur Ausprägung nonverbaler Kommunikation beiträgt. Das heißt eigentlich im Grunde genommen Folgendes. Und zwar lernen die Kinder, die Gefühle anderer Lebewesen wahrzunehmen, zu interpretieren und angemessen darauf einzugehen. Es ist so, dass Säuglinge, also gerade Säuglinge und Tiere, die können ja noch nicht sprechen. Und die kommunizieren dann hauptsächlich über den Blick und die Augen oder auch Gestik und Mimik. Und dadurch werden diese Eigenschaften umso besser ausgeprägt. Und die entsprechenden Verbindungen dafür im Gehirn werden dann halt umso öfter genutzt und verstärkt. Es gibt auch einen Entwicklungspsychologen, John Christoph, der berichtet davon, dass er herausgefunden hat, dass die Kinder eben im Umgang mit den Tieren auch genau diese nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten erlernen und die sozialen Fähigkeiten insgesamt besser ausgereift sind. Also kann es gut sein, dass die Kinder nachher empathischer werden. Außerdem fand eine andere Studie heraus, dass der Kontakt zu Tieren insgesamt mit einer besseren Persönlichkeitsentwicklung der Kinder einhergeht. So, ein zweiter, vielleicht etwas offensichtlicherer Punkt, aber nicht umso weniger wichtig, ist der folgende. Und zwar ist der Hund, also beispielsweise der Hund, ein wichtiger Gefährte für Kinder und Jugendliche. Eine Studie in Kinder- und Jugendheimen fand heraus, dass Kinder, die mit einem Hund in enger Beziehung standen, eine hohe Sensibilität entwickelten, sowie eine kommunikative Kompetenz und Kontaktfähigkeit. Weiterhin konnten sie sogar besser Verantwortung übernehmen, Kompromisse eingehen und mit anderen besser zusammenarbeiten. Sie entwickelten dadurch Empathie, Toleranz und Fürsorglichkeit. Was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist, dass Tiere ein Ventil für junge Menschen sein können, die den Druck von der Außenwelt abfiltern, weil wir alle wachsen mit bestimmten Erwartungen auf, aber die Tiere, die verlangen von uns nicht viel, die können uns quasi nicht mitteilen, was sie von uns haben möchten. Und die Hauptsache ist natürlich, dass sie geliebt und versorgt werden. Und das spüren eben vor allem die jungen Menschen und deswegen können sie eine sehr wichtige Bezugsperson sein. Außerdem kann man ihnen die Gefühle mitteilen und sie sind ein geduldiger Zuhörer. Ich finde, Monty kann auch sehr gut zuhören. Jedenfalls kann man sich im Kontakt mit dem Tier eher fallen lassen, als wenn man jetzt im Kontakt mit Menschen steht. Und dadurch können sogar seelische Blockaden gelöst werden. Genauso kann es aber auch zu einer stabileren Entwicklung der Psyche kommen.
Kommen wir zu dem dritten Punkt, den ich wirklich sehr erstaunlich fand und den ihr bestimmt auch nicht auf dem Schirm hattet. Und der lautet wie folgt. Und zwar können Tiere die schulischen Leistungen anheben. Und zwar hat eine Schule in Sülzburg 2002 ein Projekt gestartet, wo eine Labradorhündin während des Unterrichts anwesend war. Diese Hündin hatte eine positive Wirkung auf die Schüler und durch die Anwesenheit herrschte eine lockere und entspannte Atmosphäre. Die Kinder waren außerdem ausgeschlossener und verbale und körperliche Aggressionen wurden reduziert. Auch andere Auseinandersetzungen fanden kaum noch statt. Sogar die Wahrnehmung der Schüler auf den Lehrer änderte sich. Sie nahm ihn nun als fürsorgliche Person wahr, der Schwächen zulassen darf und sich um den Hund kümmert. Die Beziehung zu Jule wurde quasi als Modell wahrgenommen für die Beziehung zum Lehrer. Und das Leistungsniveau wurde trotz Ablenkungsfaktor aufrechterhalten und hat sich sogar zum Teil bei einigen Schülern verbessert. Und gerade schüchterne Kinder wurde so ein Gefühl der Akzeptanz und Zuneigung vermittelt, weshalb sie sich selber besser öffnen konnten. Was ihnen bei den Menschen quasi nicht so gut gelungen ist, hat erstmal mit dem Tier geklappt und danach auch eben mit anderen Mitschülern. Eine weitere Wiener Studie erzielte außerdem ähnliche Ergebnisse. Es kam zu weniger Rangeleien in der Schule und zu mehr Anerkennung und Respekt vor den Lehrern. Ja, da kann ich vielleicht noch einen kurzen persönlichen Bericht vortragen. Und zwar habe ich ja selber mal ein Jahr lang in einer Grundschule gearbeitet. Und dort gab es auch eine Lehrerin, die sich in der Zeit einen Hund angeschafft hat. Das war noch ein Welpe. Und die hat ihn sogar ab und zu mal mit in die Schule genommen. Und das hatte einen sehr interessanten Effekt. Ich habe nämlich die erste Klasse betreut und habe so ein bisschen mit der Lehrerin zusammengearbeitet. Und es war sehr interessant zu beobachten, was passierte, wenn sie den Hund dabei hatte. Denn plötzlich waren die Kinder, die sonst immer sehr, sehr laut waren, auf einmal ganz schön leise. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Tiere können dabei helfen, Ängste abzubauen. Gerade ängstlichen Kindern und Jugendlichen fällt es besonders schwer, sich zu öffnen und auf andere einzugehen. Und durch den Kontakt mit dem Hund fällt es ihnen leichter, sich zu öffnen. Da könnte ich jetzt auch nochmal ein Beispiel benennen, was ich auch selber schon mal hier in einem anderen Video erzählt habe. Aber das, denke ich, viele von euch noch nicht kennen, erzähle ich das jetzt einfach nochmal. Und zwar arbeite ich ja jetzt auch schon seit über einem Jahr in einer Praxis für Kinder und Jugendliche, also in einer psychologischen Praxis. Und wir hatten da mal eine Ärztin, die auch einen Hund hatte, weil wir haben natürlich auch Patienten mit Angststörungen vor Ort oder auch mit einer sozialen Phobie. Das heißt, diejenigen können sich nicht so leicht anderen gegenüber öffnen und teilweise können sie, teilweise bekommen sie auch kaum ein Wort raus. Aber einige haben dann quasi den Hund sozusagen als Vermittler genommen. Also wenn sie sich nicht getraut haben, mit der Ärztin und auch mit mir zu reden, dann haben sie einfach mit dem Hund geredet und quasi über ihn unsere Fragen beantwortet oder einfach über ihn auch Informationen an uns mitgeteilt. Und das fand ich wirklich sehr schön mit anzusehen. Kommen wir zu dem fünften Punkt und das ist, dass Tiere als sehr stabilisierender Faktor in der Pubertät wahrgenommen werden können. Ja, ich hatte das gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten und gerade in der Pubertät können Tiere an besonderer Bedeutung gewinnen, weil da hat man ja immer so ein bisschen den Konflikt, man wird erwachsen, man fühlt sich aber auch noch jung, auf der einen Seite ist man kindlich, auf der anderen Seite möchte man schon sehr selbstständig sein und man fühlt sich innerlich so ein bisschen zerrissen. Genau da beginnt ja auch die Ablösung von den Eltern. Man zieht sich ein bisschen zurück von den Erwachsenen und da können aber die Tiere einem besonders zur Seite stehen. Viele empfinden mangelndes Selbstbewusstsein, Zweifel und Unsicherheiten und suchen sich dann Schutz, zum Beispiel bei einem Hund oder einer Katze. Ja, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr fandet es sehr interessant und ich habe für die Bearbeitung bzw. die Informationssammlung vor allem zwei Bücher hinzugezogen, aber auch natürlich noch ein bisschen weiter recherchiert, also ein bisschen mehr Literatur gesucht. Ich glaube, es waren, also hauptsächlich habe ich meine ganzen Informationen aus zwei Büchern, aber ich habe das dann noch mit anderen Quellen überprüft. Ich werde sie euch einfach mal hier in die Infobox verlinken bzw. den Titel reinschreiben und so weiter. Und ja, kann die Bücher auch nur sehr empfehlen, also für Leute, die sich generell vielleicht für den sozialen Bereich interessieren oder für die Arbeit mit Tieren, weil das ja dann immer auch
ja, sehr gut begründbar ist. Also es gibt da wirklich viele, viele Gründe und man kann das Ganze noch ein bisschen biologischer, medizinischer erklären. Ich habe das hier jetzt versucht, ein bisschen zu vereinfachen. Ja, aber wie gesagt, ich finde es selber super spannend und hatte ja auch mal überlegt, ob ich vielleicht in Zukunft meine beiden Hunde auch so ein bisschen mit die Arbeit einbinden kann. Ja, und zum Schluss hole ich nochmal Monty dazu. Ja, ich gebe zu, ich habe ihn mal wieder bestochen. Er wartet hier, bis er das Leckerli bekommt. Ja, wir wollen ein schönes Bild noch machen und dann bist du auch erlöst. Dann bist du, dann hast du wieder Feierabend. Wir sind hier beide am Arbeiten, ne? Sitz? Sitz? Komm mal hier hin. Yay! Okay, das hast du jetzt echt verdient. Das hast du gut verdient. So, ja, was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sind jetzt wieder öfter dabei. Ich versuche mir immer Mühe zu geben und das hier zeitlich hinzubekommen. Ja, und dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!